Minilla oder warum es Kondome gibt. Herzlich willkommen bei Markus and Movies, hier sieht man Filme richtig. Für Kaiju-Fans war Japan 1967 das reinste Paradies. Im März erschienen die Filme Uchudai Kaiju Jilara und Daikaiju Kuchusen Gameratai Gaosu. Im April folgte Daikyochu Gappa und im August der koreanische Monsterfilmversuch Youngery. Dazu liefen im Fernsehen die Serien Ultra Q, Ultraman und ab Oktober Ultra 7. Und langsam überschwemmten auch Merchandise-Produkte weltweit den Markt. Produzent Tomoyuki Tanaka war klar, dass er und die Toho da nicht zurückbleiben durften. Immerhin hatte er ja 1954 mit Godzilla das Genre mit erfunden. Er brachte unter Ishiro Hondas Regie King Kong Escapes auf den Weg und hatte auch Pläne für Godzilla. Wegen Ibiras finanziellem Erfolg ging man davon aus, dass die Zuschauer auch weiterhin Godzilla in der Südsee sehen wollen. Dem Vorstand war's recht, so konnte man Geld sparen. Jun Fukuda wurde ein weiteres Mal in den Regiestuhl gesetzt, mehr oder weniger freiwillig. Und Godzillas zweites Inselabenteuer konnte beginnen. Kaiju Tonokesen Gojira no Musoko erschien am 16. Dezember 1967 und bot eine Überraschung, mit der kein Godzilla-Fan gerechnet hat. Auf der Insel Solgel führt eine Gruppe Forscher unter Professor Kusumi ein Wetterexperiment für die UNO durch. Zu den Forschern stößt auch der Reporter Goro Maki. Er will eigentlich über das Experiment berichten, wird aber gleichzeitig als Küchenjunge für die Truppe eingestellt. Wegen einer Störung geht das Experiment schief und ein radioaktiver Sturm verwüstet die Insel. Die Forscher überleben zwar, aber jetzt machen riesige Heuschrecken die Insel unsicher. Die Viecher legen den Grund der Störung frei. Ein riesiges Ei. Und aus dem schlüpft Godzillas Sohn, auch bekannt als Minilla. Yep. Godzilla ist ab jetzt Papa. Bis heute ist nicht genau geklärt, warum man damals unbedingt ein Godzilla-Junges einführen musste. Tanaka und Co. haben sich nie eindeutig dazu geäußert. Vermutlich ist aber der Film Daikyochu Gappa schuld. In dem taucht eine ganze Monsterfamilie mit Vater, Mutter, Kind auf. Und weil der Film finanziell erfolgreich war, machte man das bei der Toho nach und ließ Godzilla Nachwuchs bekommen. Ebenfalls wahrscheinlich ist, dass man versucht hat, noch attraktiver für Kinder zu werden. Die hatten nämlich ab 1965 ein eigenes Monster, das speziell als ihr Beschützer auftritt. Die Riesenschildkröte Gamera. Nur war die halt blöderweise vom Konkurrenzstudio Daiei. Um also die Kinder zu Godzilla zurückzulocken, bekam Godzilla selbst ein Kind. Ist heutzutage ja auch egal. Machen wir weiter im Text. Godzilla taucht auf der Insel auf und rettet seinen Sohn vor den Heuschrecken. Blöderweise geht dabei auch das Camp der Forscher zu Bruch. Goro entdeckt zudem das Mädchen Saeko. Sie ist die Tochter eines Archäologen, der die Insel früher schon einmal erforscht hat. Dann aber erwacht noch ein Monster, die Riesenspinne Kumonga. Professor Kusumi und seine Leute bringen die Funkanlage wieder in Gang und erfahren, dass Hilfe bereits unterwegs ist. Weil sie so lange nichts gehört haben von uns, ist dein Boot unterwegs hierhin. Um aber ausreichend Zeit für die Flucht zu haben, beschließen sie, ihr Experiment zu wiederholen und die Insel einzufrieren. Diesmal gelingt das Experiment. Godzilla und Minilla erledigen Kumonga im Schneegestöber und begeben sich dann in den Winterschlaf. Die Menschen werden allesamt gerettet und Saeko verabschiedet sich noch von dem kleinen Godzilla. Auf Wiedersehen! Gojira no Musoko schlägt in die gleiche Kerbe wie Ibira Horror of the Deep, ist allerdings deutlich ereignisreicher. Es gibt schon zu Beginn eine kleine Sensation, der Film hat eine Pre-Credit-Scene. Damit ist er der erste Film der Reihe, der die Handlung schon vor dem Vorspann ins Rollen bringt. Die Figuren aus der Szene tauchen zwar später nicht mehr auf, aber sie etabliert Godzilla und die Störungen. Die Störung ist aus größerer Entfernung gekommen, aus südwestlicher Richtung. Südwestlich ist gar nichts. Moment mal, doch, eine kleine Insel. Die Solgel-Insel. Auf jeden Fall ist sie ein flotter Einstieg und auch verdammt schick gemacht mit dem Flugzeug im Sturm. Allgemein ist der Film flott erzählt und nie langweilig. Es gibt diesmal auch wieder ein bisschen Subtext. Oder Subtextversuche. Professor Kusumi zum Beispiel hat ganz edle Ziele mit seinem Experiment. Sehen Sie mal, wir alle wissen doch, dass unsere Erde irgendwann überbevölkert sein wird. Eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen. Zu viele Menschen, zu wenig Nahrungsmittel. Das ist der springende Punkt. Wir müssen versuchen, neues Land nutzbar zu machen. Die sibirische Tundra zum Beispiel. Die afrikanischen Wüsten. Ich frag mich aber, warum man zum Test eine Tropeninsel einfriert und nicht gleich in der Wüste beginnt. Ich meine, wenn das Experiment klappt, hat man eine fruchtbare Wüste. So hat man nur eine kaputte Tropeninsel, deren Früchte man hätte ernten können. So viel also zur Bekämpfung der Lebensmittelknappheit. Dass das Experiment schief geht, deuten manche als Warnung davor, dass der Mensch nicht in den natürlichen Ablauf eingreifen soll. Kann man so sehen. Allerdings spricht dagegen, dass er dasselbe Experiment am Ende zur Rettung beiträgt. Die künstlich herbeigeführte Kälte schwächt die Monster und verschafft den Menschen Zeit zur Flucht. Vielleicht ist es also weniger eine Warnung, als vielmehr ein Hinweis, dass wir das Wetter nicht manipulieren sollen, bis die Technik dafür ausgereift ist. Oder vielleicht ist das Experiment nur ein Plot-Device und man sollte nicht zu viel drüber nachdenken. Zumal es der Film mit der Logik eh nicht so genau nimmt. Da heißt es am Anfang, die immer wieder auftretenden Störungen kommen von Minilla, weil er damit Godzilla ruft. Wir haben doch neulich diese Funkstörung gehabt. Vielleicht ist sie von hier ausgekommen.
Später aber kommen die Störungen von Godzilla selbst und Manila stört eigentlich gar nichts mehr. Diesen Wandel bemerkt übrigens keiner. Man tut einfach so, als wären die Störungen immer von Godzilla gekommen. Ja, die Störung ist wieder weg. Hm? Ja, wieder einwandfrei. Dann ist da oben wohl Ruhe. Godzilla ist entweder verschwunden oder hat dran glauben müssen. Und als die Forscher krank werden, weiß Saeko ein Heilmittel. Das heiße rote Wasser. Ja, das rote Wasser, in das Godzilla und sein Sohn ihre radioaktiven Strahlen spucken. Ist bestimmt sehr gesund, das zu trinken. Das flotte Tempo und die heitere Stimmung fangen aber die größten Schwächen auf. Der Humor im Film ist sogar meistens richtig komisch. Weiche Trockengemüse ein. Aber doch nicht in der Badewanne. Warum denn nicht? Baden tut ja doch keiner drin. Aber heute Morgen hat Mario kleine Wäsche gehabt, da. Leider ist der Film ein bisschen mit Figuren überladen. Die Forschergruppe ist einfach zu groß. Herausstechen tun nur der etwas kindische Reporter Goro Maki, der Chef Professor Kusumi mit seinem Vertrauten Fujisaki, natürlich Saeko und Furukawa, dem die Bedingungen auf der Insel schwer zu schaffen machen. Die Hitze ist noch 10-mal schlimmer. Ob ich das noch lange durchhalte, weiß ich nicht. Als Kusumi haben wir Tadao Takashima. Er spielt den Professor wie einen strengen, aber doch fürsorglichen Vater. Quasi der Godzilla-Papa in Menschengestalt. Akihiko Hirata mimt Kusumis rechte Hand Fujisaki. Er spielt sympathisch und überzeugend, hat aber keinen großen Einfluss auf die Story. Akira Kubo geht Goro Maki und passt wie die Faust aufs Auge zu seinem kindlichen Wesen. Er bringt einen immer wieder zum Schmunzeln. Beverly Maeda als Saeko passt sehr gut zu Kubo. Sie kommt ein bisschen rüber wie Goros kleine Schwester. Maeda und Kubo ergänzen sich wunderbar. Die eindringlichste Darbietung stammt aber von Yoshio Tsuchiya als Furukawa. Sein Verhalten ist am nachvollziehbarsten. Mehrere Monate gefangen auf der Tropeninsel ohne jeden Erfolg und immer der strengen Hand von Kusumi unterworfen. Es dürfte etwa 10 Tage dauern, bis wir die Anlage wieder einsatzbereit haben. Und wenn das geschafft ist... Aber ohne mich! Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Da würde jeder echte Mensch durchdrehen. Jetzt nimm doch mal endlich Vernunft. Ach, lasst mich doch alle. Am Ende aber kommt Furukawa zur Besinnung und stellt sich voll und ganz hinter Kusumi. Wohl auch, weil es endlich Hoffnung auf Rettung gibt. Seid ihr dafür? Ja, Professor. Tsuchiya spielt das alles in absoluter Perfektion. Wie sollte es von ihm auch anders sein? Die Stars des Films sind aber natürlich die Monster. Die Riesenheuschrecken heißen im Japanischen Kamakuras. Und sie sorgen tatsächlich für ein paar sanfte Gruselmomente. Genauso wie Kumonga. Sie ist zwar offensichtlich keine echte Spinne, aber trotzdem sehr überzeugend gemacht. Ihr Angriff auf die Forscher würde sogar gut in einen ernsten Monsterfilm passen. Sowohl Kamakuras als auch Kumonga waren mit Drähten bewegte Marionetten. Für jeden Draht brauchte man einen Bühnenarbeiter und die Koordination musste perfekt stimmen. Angesichts der komplexen Bewegungen, die die Puppen machen, verdienen die Arbeiter für ihre Leistung auch heute noch Respekt. Godzilla hat 2 Designs. Für die Wasserszene nutzte man das Kostüm vom Vorgänger. Und für die Szenen auf Solgel gab es ein komplett neues Outfit. Passt zwar nicht ganz zusammen, aber ich bin froh, wenn ich vom Ibiragozi möglichst wenig sehe. Den neuen Körper finde ich ganz gut gemacht. Er ist etwas wuchtiger und bulliger als im Vorgänger. Er erinnert mich sogar schon ein bisschen an die späteren Heisei-Designs. Der Kopf ist etwas besser als im Vorgänger, aber mit seinen großen Glubschaugen immer noch alles andere als gelungen. Vielleicht wollte man Godzilla etwas freundlicher und fürsorglicher aussehen lassen, weil er doch Papa geworden ist. Er sieht aber meistens einfach nur dämlich aus. Dagegen ist sogar der Grinsekopf aus Die Rückkehr des King Kong besser. Haru Nakajima spielte Godzilla diesmal nur in den Wasserszenen. Damit Godzilla im Vergleich zu Manila noch größer wirkt, ging die Rolle an Seiji Onaka und Hiroshi Sekita, die beide größer waren als Nakajima. Sekita war dabei der Ersatzmann, nachdem sich Onaka beim Dreh ein paar Finger gebrochen hatte. Da beide sowieso nur versuchen nachzumachen, was Nakajima gemacht hat, fällt der Darstellerwechsel aber nicht so auf. Das große Highlight des Films, wenn man es so nennen mag, ist Godzillas Sprössling. Zunächst wirft Manila die Frage auf, ob Godzilla am Ende nicht doch ein Weibchen ist. Immerhin muss das Ei ja irgendwo herkommen. Die meisten Fans haben sich aber darauf geeinigt, dass Manila adoptiert ist. Godzillas Männlichkeit bleibt also unangetastet. Tatsächlich glaube ich sogar, dass Manila von Anfang an als Adoptivsohn geplant war. Immerhin brütet Godzilla das Ei nicht aus. Er folgt lediglich dessen Ruf. Godzilla zieht auch Richtung Südwest. Vielleicht ruft ihn jemand. Vielleicht besteht irgendeine Verbindung zwischen ihm und dieser Insel. Vielleicht ist der Kleine also ein Mitglied der Godzilla-Spezies, das vor langer Zeit zurückgelassen wurde. Das macht Godzilla doch gleich noch liebenswerter, wenn er den armen Ausgestoßenen unter seine Fittiche nimmt. Bis heute aber spaltet der Kleine die Godzilla-Fans in 2 Lager. Die einen hassen ihn, die anderen finden ihn putzig. Ich selbst habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dem Vieh. Das Design überzeugt mich gar nicht. Manila sieht aus, als wäre Godzilla geschmolzen und eher schlecht als recht wieder zusammengeklebt worden. In Jörg Buttgereits Buch Japan, die Monsterinsel bezeichnet Olaf Möller Manila als Froschfötus, wenn es so etwas geben würde. Damit trifft er es ganz gut.
Vom Verhalten her finde ich Minilla aber ganz niedlich. Er ist wie ein kleines Kind, das spielerisch die Welt entdeckt und dabei auch mal Blödsinn macht. Damit ist Minilla natürlich das bis dato menschlichste Monster. Aber eben weil er noch ein Kind ist, ist das auch irgendwie süß. Auf schräge Weise süß, aber doch süß. Es passt dann auch, dass er sich mit Saeko anfreundet. Fang auf! Der kleine Minilla wird als erstes Kaiju der Reihe zum wirklichen Menschenfreund. Und er kann es dann auch gar nicht verstehen, wenn Saeko mal keine Zeit zum Spielen hat. Du, geh mal schön nach Hause! Du sollst verschwinden, geh weg, hörst du! Minilla und Godzilla liefern dann auch ein paar typische Vater-Sohn-Momente. Da will der Kleine etwa mal nicht nach Hause gehen, sondern lieber weiterspielen. Godzilla aber bleibt hart, was uns diesen Anblick beschert. So, junger Mann, jetzt reicht's. Du hast die nächsten 2 Wochen Fernsehverbot. Godzilla muss erstmal sogar lernen, mit dem Kleinen umzugehen. Zunächst steht er ihm eher im Weg. Halt das! Aber es dauert nicht lange, bis Godzilla seine väterliche Seite entdeckt. Am berühmtesten ist der Unterricht am Roten Wasser. Godzilla zeigt seinem Junior erstmal, wie man richtig brüllt. Und dann, wie man Feuer speit. Dabei ist er sehr streng. Als Minilla sich erst nicht traut, droht er ihm sogar Prügel an. Aber als dann der Kleine nur ein paar Rauchkringel zustande bringt, greift Papi helfend ein. Er tritt Minilla, ohne dass der es merkt, auf den Schwanz und löst damit einen großen Feuerstoß aus. Das freut Minilla wie sonst was und Papi ist auch sichtlich stolz. Jun Fukuda tritt mit solchen Szenen natürlich alles mit Füßen, wofür Godzilla ursprünglich stand. Aus dem Symbol für Krieg und Atomapokalypse wird ein liebevoller Monsterpapa. Nicht die Mama! So eine Entwicklung passt natürlich überhaupt nicht zu den früheren Filmen. Aber es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis es so kommt. Godzilla musste sich weiterentwickeln, wenn die Reihe weitergehen soll. Der spätere Effektregisseur Teruyoshi Nakano drückt das ganz pragmatisch aus. Hätte Godzilla sich nicht verändert, wäre es langweilig geworden. Am besten sieht man den Film komplett eigenständig und ignoriert alles, was Godzilla früher symbolisiert hat. Dann sind die Papa-Sohn-Momente auch ganz herzig. Aber auch nur dann. Und jeder muss sich selbst fragen, ob er für sowas bereit ist. Zumindest ist der Godzilla-Papa für ein paar Werbegags gut. You don't need to be bigger than life to be a good dad. You just need to spend time with your kids. It takes a man to be a dad. Gespielt wurde Minilla von dem kleinwüchsigen Darsteller Little Man Machan und der mimte den Kleinen auch für den Rest der Showreihe. Die Monsterfights sind diesmal wieder deutlich besser. Es gibt wieder ein paar Blödeleien und der Schnitt ist richtig flott. Es ist einfach witzig mit anzusehen, wie Godzilla mit den Kamakuras aufräumt. Er räumt die weg wie nichts. Auch der Kumonga-Kampf ist gelungen, besonders weil die Spinne richtig intelligent vorgeht. Sie stellt sich zum Beispiel tot, um eine Chance zu kriegen, Godzilla mit ihrem Giftstachel zu erwischen. Dass Godzilla im Kampf auch auf seinen Kleinen aufpassen muss, schafft ein zusätzliches Spannungselement. Papis Unterricht hilft übrigens am Ende, Minilla wird kämpferischer. Zwar sind die Fights nicht so spektakulär wie früher, aber doch deutlich amüsanter als das Ibira-Getümmel. Tricktechnisch liefern Sadamasa Arikawa und sein Team wieder verdammt gute Arbeit. Gerade das Compositing ist super und vielleicht sogar das Beste der gesamten Showa-Reihe. Natürlich sind die Tricks heute veraltet, aber überzeugen tun sie immer noch. Es gibt diesmal auch wieder ein paar Wow-Effekte, etwa das Wetterexperiment mit der Sturmflut. Ein richtig böser Fehler passiert noch bei Godzillas Kampf mit den Kamakuras. Kurzzeitig nimmt man die Studiodecke mitsamt Lampen ins Bild. Das hätte nicht sein müssen und ich verstehe auch nicht, warum man das nicht nachgedreht hat. Musikalisch sorgt Masaru Sato wieder für heitere Urwaldstimmung. Sein Godzilla-Thema ist diesmal deutlich rhythmischer. Immer noch kein Ifukube, aber viel schöner als das Gebrummel vom Vorgänger. Zum Ende des Films wird Sato sogar richtig herzig. Unterm Strich passt seine Musik wunderbar zur Stimmung und hat sogar den ein oder anderen Ohrwurm. In den USA erschien Gojira no Musoko als Son of Godzilla. Das wurde später auch der internationale Titel. Der Film wurde wie sein Vorgänger nur im Fernsehen ausgewertet. Man hat sogar ein paar Monsternamen geändert. Aus Kamakuras wurde Chai Mantis und Komonga wurde zur Spiga. Diesen Namen benutzte man auch in der deutschen Fassung. Der Film erschien in Deutschland am 15. August 1971 als Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn.
Verleiher war natürlich wieder Konstantin-Film. Man hat diesmal sogar versucht, bei der Synchro das Frankenstein im Titel zu rechtfertigen. Die Riesenheuschrecken werden einfach zu Frankensteins Ungeheuer. Das ist ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ansonsten sind die japanische und die deutsche Fassung identisch. Bis auf Saeko. Die wurde im Deutschen zu Reiko. Ich glaube langsam, man hatte bei Konstantin was gegen japanische Frauennamen. Ist nach Harune schon die zweite Frau, die man umgetauft hat. Bei den Synchronsprechern geht es diesmal richtig prominent zu. Professor Kusumi wird von Jürgen Thormann gesprochen. Thormann ist bekannt als Sprecher von Michael Caine und Sir Ian McKellen in X-Men. Dieses bemerkenswerte Metall läuft doch wohl nicht durch deinen gesamten Körper, oder? Als Kusumi unterstreicht er den strengen, aber fürsorglichen Ton. Jetzt seien Sie doch mal vernünftig. Wir können hier keine Publicity brauchen und keine Reklame. Das passt sehr gut und ist mein persönliches Highlight der deutschen Fassung. Von den X-Men gibt sich übrigens noch jemand die Ehre. Rolf Schultz spricht Furukawa. Und den kennt man als Sir Patrick Stewart. Das war vor langer Zeit. Die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Thomas Danneberg leiht Goro seine Stimme. Danneberg kennt man als Science-Fiction-Fan am ehesten als Dan Aykroyd. Es war okay mit unserem System, so lange bis das Energienetz ausgeschaltet wurde von diesem Schwanzlosen da. Seine markige Stimme unterstreicht perfekt Goros kindliches Gemüt. Immer wenn sich was Großes tut, habe ich Schmetterlinge im Bauch. Das ist für mich jedes Mal das Zeichen dafür, dass ich auf einer ganz heißen Spur bin. Danneberg war übrigens auch Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Terence Hill. Das nenne ich mal stimmgewaltig. Renate Dunst spricht Saeko bzw. Reiko. Dunst kennt man natürlich aus dem ersten Godzilla als Emiko Yamane. Und ich hatte mich so gefreut. Das schöne Konzert. Hier macht sie die ohnehin schon freche Saeko noch angriffslustiger. Das gehört dir nicht. Männer tragen keine roten Hemden. Oder willst du mir erzählen, dass du ein Mädchen bist? James-Bond-Fans erkennen natürlich die deutsche Stimme Fujisakis. Es ist Gerd Günther Hoffmann, Sean Connerys deutsche Stimme. Der Chef hat gesprochen, damit werden sie also in unsere Firma eingestellt. Jetzt haben wir endlich ein Mädchen für alles. Das gibt Fujisaki im Deutschen weit mehr Charme als im Japanischen. Gegen James Bond kommt halt auch ein Akihiko Hirata nicht an. Goro ist immer noch draußen? Nicht mehr lange, der wird sehr bald kalte Füße kriegen. Frankensteins Monster Jagen-Godzillas Sohn erschien 2007 erstmals anständig auf DVD. Glaubt mir, die alte Verwurstung war unanschaubar mies. Das Bild war viel zu kontrastreich. Die neue DVD war auch der Startschuss für die Kaiju-Classic-Reihe von Anolis Entertainment, die, so hoffe ich doch, noch sehr, sehr lange weitergeht. Son of Godzilla ist ein sehr ungewöhnlicher Monsterfilm, der für Fans der ernsten Filme schwer zu schlucken ist. Allen, die sich gar nicht von dem Ur-Godzilla lösen können, rate ich sogar, den Film zu meiden. Wer den Film aber locker sieht, kann sich an dem flotten Erzählstil und dem Humor erfreuen und wird sogar mit der ein oder anderen putzigen Szene belohnt. Trotz einiger Schwächen ist der Film also für geneigte Fans durchaus einen Blick wert. 3 Punkte. Son of Godzilla war weniger erfolgreich als Ebira und auch die Fans reagierten zum Großteil negativ auf Godzillas Nachwuchs. Es war also scheinbar wieder an der Zeit, etwas ernster zu werden, zumal ein großes Jubiläum anstand. Die Toho plante für 1968 ihren 20. Monsterfilm. Und dafür sollte Godzilla natürlich ein Denkmal gesetzt werden. Und wie dieses Denkmal aussah, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Das war Marvels & Movies, ich sehe euch beim nächsten Mal und guckt die Filme richtig.